Das Gesicht der Erde verändert sich seit Millionen von Jahren. Neue Meere reißen auf, Kontinente kollidieren und ganze Erdteile werden verschluckt. Von diesen Veränderungen zeugen heute oft nur noch kleine Relikte. Besonders schwierig ist es, Spuren versunkener Ozeanplatten zu finden. Der Geologin Susanna van de Lagemat von der Universität Utrecht ist nun genau das gelungen. Sie hat mit ihrem Team die Plattenbewegungen der letzten rund 160 Millionen Jahre in der pazifischen Übergangszone rekonstruiert. Das Ergebnis: Einst gab es dort eine Ozeanplatte, deren Fläche einem Viertel des heutigen Pazifiks entsprach. Die Pontus getaufte Ozeanplatte lag westlich der Ozeankruste, die heute den Grund des Pazifiks bedeckt. Einst erstreckte sie sich demnach von der Position des heutigen Japans bis nach Neuseeland. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Teile der Pontus-Ozeanplatte verschluckt. Heute ist Pontus fast vollständig im Erdmantel verschwunden.